Immer häufiger sind Depressionen, Probleme und Ängste der Grund, wieso Menschen sich telefonischen Rat bei der Telefonseelsorge holen. Oftmals sind dies Betroffene, die verzweifelt sind und nicht wissen, wohin mit ihren Problemen. Durch die Telefonseelsorge erhoffen sich Anrufer Lösungsansätze. Viele sind aber auch nach der Suche nach einem neutralen Zuhörer, da Betroffene oft keine Bezugsperson in ihrem Umfeld finden, der sie sich anvertrauen können. Für diese Leute kann es dennoch schwer sein, anonyme Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das Schamgefühl spielt in vielerlei Hinsicht eine große Rolle, sich in einem Gespräch öffnen zu können. Der Glaube, dass Probleme peinlich oder nicht relevant genug sind für die Telefonseelsorge, ist stark in manchen Köpfen verankert. Daher ist die Aufgabe der Seelsorge, einfühlsam mit den Leuten umzugehen, sodass sie sich öffnen können. Das bekannteste Beispiel für die Telefonseelsorge ist Jürgen Domian, der es geschafft hat, mit seiner Arbeit und der Telefonseelsorge bei 1Live einen Kultstatus zu erreichen. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr stehen ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Telefonseelsorge Duisburg bereit, um ganz Ohr zu sein für die Anliegen von Menschen, die von Sorgen und Krisen heimgesucht werden. Damit das Angebot weiter bestehen bleiben kann, sucht die Telefonseelsorge weiterhin ehrenamtliche Mitarbeiter. Und wie die Telefonseelsorge in Duisburg genau arbeitet und warum diese neue Mitarbeiter sucht, darüber rede ich jetzt mit Olaf Meyer. Er ist Diplom-Psychologe, Theologe und leitet die Telefonseelsorge in Duisburg. Herzlich willkommen, Olaf Meyer. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Guten Abend, Franke. Herr Meyer, Sie leiten seit 22 Jahren die Telefonseelsorge. Ja, wie kam es dazu, dass Sie sich dazu bereit erklärt haben, eine Telefonseelsorge zu leiten? Ja, ich hatte eine Ausbildung gemacht in Psychologie, auch eine Therapieausbildung gemacht. Ich war vorher in einer Gemeinde in der Seelsorge tätig. Und beides kommt sehr gut zusammen, weil das ist eine Einrichtung der Kirchen, die Telefonseelsorge, für Menschen mit allen möglichen Problemen, unabhängig von ihrer Nationalität, Konfession. Und beides kann ich sehr gut verwenden in der Arbeit. Und dachte ich, und das ist ein tolles Aufgabenfeld, wo man mit vielen motivierten Leuten zusammenarbeitet. Das macht Freude. Die Telefonseelsorge gibt es ja schon seit 1956. Ja. Was hat sich denn seitdem verändert? Ursprünglich war das gedacht, so hat in London angefangen, so als Suizidverhütungsinstrument, dass Leute, die überlegen, aus dem Leben zu gehen, vielleicht doch nochmal ein Gespräch suchen können und nochmal eventuell überlegen können, gibt es nicht andere Alternativen. Das war sehr stark. Und ganz schnell haben die Menschen es für alle möglichen schambesetzten Themen, wie es eben im Anspiel schon gesagt wurde, benutzt, Beziehungsschwierigkeiten. Und wir merken in den letzten Jahren, dass sich die Themen etwas verschieben. Früher war das Thema oft schwierige Beziehungen, Krach in Beziehungen, in Ehen, zwischen Kindern und Erwachsenen, zwischen Eltern und alten Eltern. Und heute ist immer mehr das Thema fehlende Beziehungen. Es gibt immer mehr Menschen, die sehr vereinsamt sind. Und das schlägt auch bei uns durch. Was denken Sie, woran liegt das, dass sich die Themenbereiche so verschieben? Ja, wenn man unsere Bevölkerungsentwicklung ansieht, es gibt immer mehr Menschen, die alt werden, die oft auch alleine alt werden. Es gibt weniger Familienzusammenhänge aus verschiedensten Gründen. Und da nimmt dann auch das Alleinsein und die Einsamkeit zu, sodass manchmal Leute abends anrufen um 6 Uhr, so um die Zeit jetzt, und sagen, ich habe heute noch mit keinem Menschen gesprochen. Mhm. Man hört ja auch oft, dass heutzutage Erkrankungen wie Burnout oder Depressionen häufiger vorkommen als früher. Merken Sie das in der Telefonseelsorge auch? Ja, das merken wir auch. Das wird häufig angesprochen, zum Teil auch von Menschen, die eine Psychose-Erfahrung haben oder schon mal in Therapie waren und sagen, es ist nicht so leicht, damit umzugehen. Von außen werde ich da manchmal auch schief angeguckt. Die melden sich auch oft bei uns. Und wenn das immer mehr zunimmt und die Leute keine Ansprechpartner haben, dann ist die Gefahr natürlich groß, dass sie mit dem Thema auch alleine bleiben. Und darum ist es gut, dass sie das Gespräch wenigstens anonym wagen können. Mhm. Damit das Angebot auch weiterhin besteht, suchen Sie jetzt ja auch verstärkt nach einer Verstärkung für Ihr Team. Ja. Genau, und da gibt es jetzt ja auch am 9.1. diese Veranstaltung. Genau, wir haben einen Informationsabend am 9. Januar um 19 Uhr im Haus der Kirche, hier in der Nähe vom Lifesaver-Brunnen in der Stadtmitte. Da stellen wir die Arbeit vor, die Ausbildung vor. Wir haben 120 Mitarbeitende, aber die braucht man auch, damit wir rund um die Uhr das Telefon besitzen können. Und deswegen starten wir auch im nächsten Jahr einen neuen Ausbildungskurs. Was für Eigenschaften sollte man mitbringen, wenn man in einer Telefonseelsorge gerne tätig werden möchte? Ich glaube, zunächst mal ist wichtig, dass man sich interessiert auch für ganz andere Lebensschicksale. Sie werden konfrontiert mit Lebensstilen,
die sie vielleicht so in privaten Umgebung nicht kennenlernen würden. Also Interesse am Schicksal anderer Menschen ist wichtig. Ein Stück Lebenserfahrung, durchaus auch mal selber eine Krise mitgemacht zu haben und zu wissen, wie blöd es ist, wenn man in einer Sackgasse ist. Das hilft auch andere zu verstehen, die im Moment nicht weiter wissen. Man muss selber belastbar sein im Moment, selber nicht gerade in der Krise stecken. Dann kann man anderen, glaube ich, nicht gut helfen. Da braucht man die Energien erstmal für sich. Und man muss auch bereit sein, intensiv da zu sein. Man kriegt viel Vertrauensvorschuss, auch manchmal Geheimnisse anvertraut. Und man muss sie auch wegstecken können. Also man dürfte da nicht nächtelang drüber grübeln und selber sich runtergezogen fühlen. Also so ein Stück Robustheit und Belastbarkeit ist auch wichtig. Distanz dann wahren können. Ja, genau. Und die Ausbildung, die man dann macht, die dauert ja ein Jahr. Ja. Wie sieht die Ausbildung dann genau aus? Das sind rund, wenn Sie es in Zahlen sagen wollen, rund 200 Stunden. Wir machen das sehr konzentriert an 6 Wochenenden, von freitags bis sonntags. Da lernt man natürlich Gesprächsführung, wie kann man hilfreich im Gespräch Menschen begleiten. Man erfährt auch eine Menge über sich selber, über die eigenen Stärken, Schwächen, Nähe, Distanz, wie verarbeite ich Dinge, welche Themen liegen mir, welche vielleicht auch nicht. Wir müssen uns selber ganz gut auskennen und nicht sozusagen selber noch zu viele Baustellen haben, sonst können wir andere nicht gut begleiten. Und das ist das auch, was viele Leute motiviert, die sagen, ich bin selber reifer geworden, sensibler, behutsamer, vorsichtiger, einfühlsamer. Also da lernt man auch was für die eigene Person, was man auch außerhalb der Telefonseelsorge nutzen kann. Bieten Sie denn auch unabhängig jetzt von der Ausbildung sowas wie Supervision oder sowas an, dass man halt auch Dinge verarbeiten kann? Das ist ja wichtig, dass man nicht da sozusagen im Regen stehen bleibt, wenn man Schwieriges erlebt hat. Die Mitarbeitenden machen so 3 Dienste im Monat, jeweils 4 Stunden. Und einmal im Monat sind die auch in Gruppen von 10, 12 Leuten zur Supervision, wo man über schwierige Fälle reden kann, wo man sich entlasten kann, wo man auch mal erzählen kann, was gut gelungen ist. Ist ja auch wichtig, am Erfolg zu lernen und nicht nur am Misserfolg. Und das ist deswegen wichtig, weil ja unsere Mitarbeiter auch zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Die können also nicht ihren Partnern zu Hause Details von Gesprächen erzählen. Das braucht diesen geschützten Raum der Supervision. Die ist monatlich. Und wie sieht genau die Arbeit in der Telefonseelsorge aus? Wie kann man sich die praktisch, sag ich mal, vorstellen? Also wir haben rund 20.000 Anrufe im Jahr, und wenn ein Telefongespräch kommt, dann melden wir uns ganz nüchtern mit Telefonseelsorge. Guten Abend, würden wir um die Zeit sagen. Und dann versuchen wir eben rauszufinden im Gespräch mit dem Anrufenden, was bedrückt ihn, was hat sie oder er schon probiert. Wir sind sehr vorsichtig mit Ratschlägen, weil die haben schon 1000 andere Leute gegeben. Das hilft meistens nicht, sondern viel wichtiger ist es zu verstehen, wonach die Sehnsucht eines Menschen geht, was er schon probiert hat, was gelungen ist, was nicht. Und da im Grunde mit ihm rauszufinden, was er selber möchte. Und ganz wichtig ist einfach zuzuhören. Ganz viele Leute sagen, mir hört keiner mehr zu. Mhm. Und was für Probleme kann man bei Ihnen denn anrufen? Alles. Also wir sind so Gemischtwarenladen für Probleme. Wir haben keine Spezialität. Ganz viele rufen eben schon mit Einsamkeitsfragen an, mit Beziehungsfragen. Manchmal auch, wenn eine schwere Diagnose von einer Krankheit kommt. Manchmal gibt es auch zunehmend das Thema auch in unserer Gesellschaft, wie schwierig es ist, mit Pflegesituationen umzugehen. Das kriegen wir auch mit. Manchmal rufen auch junge Leute an, deren Eltern sich trennen, die nicht wissen, auf welcher Seite sie sich schlagen soll. Also das ist so bunt wie das Leben. Wir haben da keine Auswahl. Wie sieht denn Ihrer Meinung nach die Zukunft der Telefonseelsorge aus? Ja, wir sind Telefonseelsorge, arbeiten natürlich am Telefon, aber ich merke bei den jüngeren Leuten, die wählen WhatsApp oder Mail oder Chat. Wir haben unter unserem Dach auch eine Mailseelsorge. Wir werden im nächsten Jahr mit der Chatseelsorge anfangen. Ich glaube, die Kanäle werden sich vielleicht etwas verändern. Junge Leute nutzen vielleicht andere Kanäle als das Telefon, und da ist es wichtig, dass wir auch da weiterhin ein Beratungs- und Seelsorgeangebot einfach vorhalten. Und mit der Zeit gehen einfach. Auch das, genau. Das ist auch wichtig. Ja. Denn ich glaube, wichtig wird bleiben, dass es anonym ist, weil Leute manchmal eben lieber ein Häuschen weiter rücken wollen mit ihren Fragen und nicht möchten, weil es so persönlich ist oder noch ein bisschen Scham besetzt, dass das ein Vertrauter mitkriegt, was sie bedrückt. Herr Mayer, ich bedanke mich, dass Sie heute bei uns waren. Sehr gerne.